Du nimmst Feuer. Und du Körper. Körper. Jetzt kannst du Körpermeister werden. 3 Punkte hast du noch. Dann nimm bitte. Ja, Kette. So. Vielleicht haben wir noch einen Stufenaufstieg. Das werden wir gleich in Ivanfist rausfinden. Hufeisen. Oh, neue Hufeisen. Diese sollte doch ein gewisser jemand bekommen. Zing, zing. Für Kette, Kondition. Ja, nur Kondition. Erstmal. Um etwas Glück haben wir gleich in Ivanfist. Haben wir in einem Tag in Ivanfist. Nochmal Hufeisen. Brauchst du ein Fregatten die Pferde? Nein, das dauert noch ein bisschen. Okay. Du hast jetzt. Bogen könntest du Meister werden. Laufen wir mal ganz kurz zu den beiden Damen, die hier am Hafen wohnen, und fragen, wo die Bogenschützmeisterin war. Wie geht's? Oder der Bogenschutzmeister. Um den Bogen meistern zu lernen, musst du mit Desmond Rockefeller in Kriegsbeier reden. Kriegsbeier. Da war der Haken. Das war gefährlich, haben wir uns sagen lassen. Müssen wir mal gucken. Erstmal jetzt hier oben zur Trainingshalle und gucken, ob wir noch eine Stufe bekommen können. 25.000. Und Bismus auf der Bank müssen wir auch noch haben. Schön, schön. 70 Erfahrungspunkte fehlen. Das ist jetzt ein bisschen albern. Aber na gut. Was haben wir jetzt noch an Aufträgen? Finde Lord Kilburns Schild. Rette eine Maid in Not. Zerstöre den Vorposten der Teufel. Lass dich von Chadwick zum Kavalleristen nominieren. Und kehre zurück zu Osric Temper. Den Schädel von dem ersten Lich. Zerstöre den Kristall im Tempel der Faust. Was? Finde das verlorene Artefakt in der Dragonerfestung bei Burg Temper und bringe es zu Zoltan, Phelps und Freehaven. Achso, das ist eine andere Dragonerfestung. Es scheint eine richtige Plage zu sein. Aber ich denke, das nächste, was so in unserem Bereich liegen würde, wären die Sachen in der Schmugglerbucht. Das heißt, wir huschen da mal kurz hin. Oh, und wir testen das Schwert mal. Komm, Georgon. Mit Schmackes. Nein. Okay, dann nicht. Alle, hopp. So, hier müsste es eigentlich gleich zur Schmugglerbucht gehen. Genau. Wow. Wir werden gleich beschossen. Du, Auge. Komm hier nicht mehr raus. Hallo, Jungs. Das ist nicht sehr nett. Okay. Du. Sing. Warte, warte. Oh nein, Gift. Du. Heldentum und prügeln. Kommen die eigentlich alle her? Wir hatten doch schon so viele von denen umgebracht. Du. Kaputt. Kaputt. Pot. So. Hülalü. Zirkus. Zirkus ist weitergezogen. Hier hinten waren die Hallen des Feuer. Irgendwas. Da könnten wir reinschauen. Wobei ich gerne vorher entgiftet wäre. Es hat geklappt. Mhm. Und auch ganz gerne hochgeheilt. Halle des Feuerlords. Uralte Ruinen über dem Eingang versuchen zufällige Besucher abzuhalten. Frische Goblinspuren führen durch die Türe hinein und hinaus. Goblins. Ist jetzt nicht so wirklich hart. Aber gucken wir mal.
Hier ist mir nicht so wohl. Nicht so wohl, hm? Ja, du bist doch eigentlich eine Waldelfe. Auch wenn du jetzt ein wenig üppiger aussiehst. In deinem Herzen bist du eine Waldelfe und natürlich fühlst du dich als Waldelfe nicht so wohl in einem Kerker. Ich hab's. Fragmente eines Tagebuchs. Versuchten die bewachten Türen zu finden. William weigerte sich, den Bernstein mitzunehmen, den wir gefunden hatten, denn er hielt ihn für verflucht. Nach fast einem Tag des Umherirrens fanden wir eine weitere seltsame Kreatur, die uns zum Eingang teleportierte. Als Lohn für diesen Dienst entzog sie William seine Lebenskraft, aber er schaffte es, sich in wenigen Tagen zu erholen. Wir unterbrechen alle weiteren Expeditionen, bis wir festgestellt haben, dass irgendwas passiert ist. Also der Bernstein entzieht wohl... eine Kreatur entzieht denjenigen, die sich teleportieren lassen, Lebenskraft, außer denjenigen, die Bernstein haben. Das heißt, Lay soll auf jeden Fall überleben. Und Talana hat am wenigsten Lebenspunkte. Ja, was macht Sinn soweit? Feuerlord. Hallo, Feuerlord. Ich bin der Fürst des Feuers. Ein unsterblicher Erdgeist. Ich beziehe meine Kraft aus den Tiefen der Erde. Die Kanäle, die ich dafür benutze, sind im Norden durch magische Türen versperrt worden. Ich brauche dich, damit du diese Magie von den Türen beseitigst und ich wieder zu Kräften komme. Und obwohl die Türen mit meinem mächtigsten Zauber verschlossen wurden, kann Bernstein den Zauber brechen. Also wir brauchen für alles Mögliche hier drin, Bernstein. Okay. Diener? Wenn du dich in diesen Höhlen verläufst, können meine Diener dir helfen. Wenn du Bernstein hast, dann werden sie wissen, dass du unter meinem Schutz stehst und werden dich zu mir zurückteleportieren. Solltest du keinen Bernstein besitzen, werden sie dir als Bezahlung für den Teleport ein wenig deiner Lebensenergie entziehen. Aber hab keine Angst, sie töten selten jemanden. Kreatur? Die Türen wurden verzaubert, als eine seltsame Kreatur sich hier niederließ. Ich habe schon verdammt viele Kreaturen in meinen langen Zeiten hier in Endros gesehen, aber so etwas noch nicht. Ich weiß nicht, warum es sich ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hat, oder warum es nur dieses eine Exemplar gibt. Aber ich würde es für den Ärger, den es mir bereitet, am liebsten tot sehen. Okay. Also Goblins und komische Kreaturen. Und Bernstein für jeden. Und Plattenschuhe. Hier ist nichts. Ah, das ist komisches Nichts. Da ist der Ausgang. Okay. Also, nur ein Gang. Das heißt, wir müssen runterspringen. Alle hopp. Sehr schön. Die dürfen auf uns zaubern, aber wenig auf sie. Das ist schon mal unfair. Aber sind halt nur Goblins. Da geht's weiter runter. Das könnte interessant werden. Okay, also es gibt ganz viele Tunnel, die wahrscheinlich in unterschiedliche Bereiche führen. Das heißt, wir müssen systematisch vorgehen. Also zuallererst gehen wir da runter, wo es nicht rot umrandet ist. Okay. Kriegen schon mal keinen Fallschaden. Das ist gut. Oh, und ich glaube, wir sind jetzt in einem Bereich, wo man hätte runterfallen können. Ach, du gute Güte. Wir werden uns hier dermaßen verlaufen. Absolut. Und wir haben noch 9 andere Gänge, die wir oben hätten auswählen können. Oder zumindest um den Dreh. Hallo, du bist kein Goblin. Du bist ein Oger. Du bist ein Kriegsoger. Aber die sind trotzdem recht gut. Oh, oh. Recht gut machbar. Oh, dafür seid ihr ein paar mehr. Und das Gesichter könnte eine von den Diener-Kreaturen sein. Also die Gesichter. Und weg mit dir. Steingesicht. Ja, nee, das will ich gar nicht. Ich will mich gar nicht zurückteleportieren.
Ich will erstmal jetzt hier alle Wege, wie viel auch immer tausend das sein mögen, abgehen. Damit wir später bei diesen rot umrandeten Wegen wissen, dass wir da weitermachen müssen. Also nicht wieder in das springen, was nicht rot umrandet ist. Und da geht's schon wieder runter. Das ist übel. Tür? Alle Wachen müssen vernichtet werden. Was? Sind alle Wachen tot? Okay, hier vielleicht noch. Sehr viele Türen. Also es scheint nicht wirklich ein Kampf-Dungeon zu sein. Dafür ist ja einfach viel zu wenig los. Es ist einfach nur tierisch verflochten. Und wir sind... Ah, okay. Hier sind wir jetzt bei dem westlichen Runtersprungpunkt, wenn ich die Karte richtig deute. Plus, ja. Also Westen können wir schon mal sparen. Da kommen wir hier raus. Das sollte ich irgendwie notieren, ne? Also. Westen durchstreichen. Es wird sehr lange dauern, wenn wir das mit jeder Himmelsrichtung machen müssen. Also, ne? Nicht nur Himmelsrichtung, sondern auch die Zwischenabschnitte. Norden, Nordosten, Osten, Südosten und so weiter. So, also, hier waren wir schon. Da kamen wir her. Hier geht's nicht rein. Weil alle Wachen vernichtet werden müssen. Hier könnten wir runterspringen, aber runter ist immer ein Weg. Also gucke ich kurz hier lang. Oh, und Dingens ist weg. Du heil bitte kurz. Danach hätte ich gerne Segen und Heldentum. Um ein bisschen Zauberpunkte zu sparen. Also Segen. Hallo Ogre. Heldentum. Hallo Ogre. So. Hallo Goblins. Und für solche Situationen wäre es praktisch, wenn alle Damen... Oh, das ist Nordwesten. Streich ich auch gleich mal durch. Wenn alle Damen ihre Rüstungsfähigkeiten mindestens auf Experte hätten. Damit wir einfach viel schneller zuhauen können. Weil so ein kleines Vieh macht uns nicht wirklich Schaden. Aber es dauert halt, ihn zu töten. Weil selbst wenn wir mit jedem Schlag einen töten, es sind meistens mehr als vier Gegner. Also, So. Also wir waren jetzt überall, außer da in dem Loch. Flupp. Das sieht gefährlich aus als vorher. Es geht wieder runter. Okay. Okay. Das sind ein paar mehr Gegner. Und wieder Löcher, wo wir runterspringen können. Du heil den da. Wow, 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 nicht. Hey, hey, hey. Das war gerade Lay. Nein! Mist! Warum? Du hast. Du hast keinen Bernstein dabei? Ich habe dir auf jeden Fall Bernstein gegeben. Ich kann nichts machen. Da ist jetzt definitiv was schief gelaufen. Ah, sie hat Bernstein gehabt, aber weil sie ohnmächtig war, ist da vielleicht irgendwas, ne? Mist, Mist, Mist. Na gut, die Hallen des Feuerlords werden warten müssen. Nichts wie Weg. Nichts wie Weg. Wir laufen jetzt schnell nach Freehaven, heilen uns da, geben wahrscheinlich eine Menge Geld aus und kommen dann wieder hierher zurück. Weil mit drei Mann, einer davon vergiftet, ja, und kaputter Kettenrüstung, nee, nicht so wirklich. Also, oh Moment mal, hier in dem kleinen Dörfchen gab es glaube ich auch einen Tempel. Also einen von uns verwendbaren Tempel. Gleich daneben ist ja noch ein Tempel, nämlich der Tempel der Faust. Aber da wollen wir nicht so wirklich rein. Waffenhändler? Gegen Galizien? Da ist der Tempel. Gucken, wie teuer das wird. 1000 Gold. 200 Gold für ein Gift.
Schönen Tag, ja, ja klar. Wir haben dir gerade 1200 Gold gegeben, du wirst einen sehr schönen Tag haben. Taverne gab's ja auch, oder? Jo, da. Schlafen. Die Zimmer sind im Hinterhof. Meine, diese doofen Goblins. Training. Und das war's, nur ihr kriegt Training. Okay, dann trainier bitte reparieren. Aha, sehr schön. Ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, das so hoch zu pushen, ohne dass ihr überhaupt den Expertenrang hat, aber wenigstens können wir jetzt so die Rüstung reparieren und müssen nicht mehr zurücklaufen. Ja, zurücklaufen ist jetzt auch an der Tagesordnung. Auge. Fackellicht und oh, sie hat ja noch Eile. Das habe ich ganz vergessen, dass sie den Spruch hat. Haken an dem Spruch ist halt nur, wenn er ausläuft, sind alle müde. Und kämpfen dann schlechter. Und so lange hält der Spruch bei ihr noch nicht, oder? Eine Stunde plus eine Minute pro Fähigkeitspunkt. Das ist fast gar nichts. Aber das werden wir erstmal lassen. Das könnten wir höchstens gebrauchen, wenn wir irgendwie einen richtig schweren Gegner vor uns haben. Dann macht das vielleicht Sinn. Achso, du kannst ruhig noch segnen. Ja, danke.